Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, und damit einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg, dem Podcast mit Gerald Hüther und Robert Bodi. Ganz herzlich willkommen und hallo Gerald. Ja, hallo alle zusammen. Und du natürlich ganz besonders, Robert. Danke. Wir haben heute ein wunderbares Thema, das, glaube ich, ganz viele Ebenen hat, Gerald. Und zwar gibt es in einer großen Frauenzeitschrift in Deutschland eine Nachricht, eine Information, die sagt, vielleicht fühlst du dich darum manchmal kaputter, als du sein müsstest. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen alltäglich und für Fußgänger. Dahinter steckt aber der Blick auf eine wissenschaftliche Erkenntnis, die sich den Zeigarnik-Effekt nennt. Und zwar scheint es so zu sein, dass je mehr Belastungen und Alltagsprobleme wir haben, die nicht abgeschlossen sind, umso mehr fühlen wir uns erschöpft, während andere, die vielleicht viel mehr machen, sich weniger erschöpft fühlen. Oder wie an anderen Tagen, wo wir viel mehr machen, weniger erschöpft sind. Was steckt dahinter? Das ist ein unglaublich interessanter Effekt. Ich wusste auch nicht, dass das eine russische Psychologin ist, Bluma Zeigarnik, die das erste Mal beschrieben hat, offenbar um zu erklären, warum sich Kellnerinnen und Kellner, die da in so einer Gaststätte arbeiten, die Details der Bestellung eines Gastes dann viel besser merken können, wenn sie dem das noch nicht gebracht haben, wenn das also noch unfertig ist. Und sie können sich das dann vergessen, das sofort, was jemand bestellt hat, wenn der abgerechnet worden ist und der sitzt dann noch weiter rum, da wissen die manchmal gar nicht mehr, was der überhaupt gehabt hat. Und das bedeutet, dass unsere Aufmerksamkeit immer dorthin fließt, wo wir sozusagen noch nicht fertig sind. Und hirntechnisch heißt es, wir versuchen ja immer einen Zustand zu erreichen, wo alles gut passt, wo alles, man könnte auch sagen, abgeschlossen ist oder wo die Nervenzellen da oben irgendwie so zusammenarbeiten können, dass nicht ständig noch irgendwas offene Rechnung rumliegt. Mhm. Und das ist dann der Zustand, wo auch die geringste Energie verbraucht wird. Kohärenz heißt das. Und wenn ich jetzt etwas habe, mit dem ich noch nicht fertig bin, dann trage ich das sozusagen als ständige Störquelle im Hirn mit mir rum, weil es ja abgeschlossen werden muss. Und deshalb geht dann auch viel mehr Aufmerksamkeit dort rein, um diese Störquelle da abzuschließen. Und dazu gehört dann auch, dass ich mir das auch noch länger merke, was da Ursache dieser Störung ist. Und wenn der Gast dann bezahlt hat, kann ich das abstellen. Das im Hirn ist wieder Ruhe eingekehrt. Dieser eine Fall jedenfalls ist erledigt und dann kann man das abschließen und vergessen. Dann braucht man das nicht mehr. Bevor jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, die Lösung gegen Erschöpfungszustände sei nun, alles möglichst schnell zu erledigen, das ist damit nicht gemeint, sondern es geht darum, ob Probleme einfach noch offen sind. Nicht darum, ob man möglichst viel jetzt einfach erledigt hat, sondern ob einfach das Gehirn sich mit einem Problem noch beschäftigen muss, weil es für uns selber noch offene Fragen hat und noch nicht erledigt ist, richtig? Ja, ja, das geht um diesen inneren Zustand. Fast könnte man sagen, es geht um dieses Gefühl, mit dem du herumläufst, dass du noch nicht zufrieden bist mit dem, was du bisher geschafft hast. Und das lässt sich jetzt nicht dadurch beseitigen. Das machen auch viele als Bewältigungsstrategie. Die haben echte Probleme und dann klotzen die ran wie die Verrückten und hacken so ein paar Festmeter Holz und glauben dann, das Problem wäre weg. Solange sie hacken, ist es weg, aber anschließend ist es noch schlimmer als vorher, weil sie hätten die Zeit auch nutzen können, um das Problem zu lösen. Ja. Was können wir daraus lernen? Das ist die Frage, die wir immer als nächstes stellen. Es gibt ja viele, die gerade in einer Zeit, wo viele Menschen sich mit Meditation, Selbstentwicklung, Selbstfindung beschäftigen, fällt oft das geflügelte Wort vom Hier und Jetzt. Liegt da die Lösung, dass wir tatsächlich mehr drauf gucken können, was können wir jetzt machen und dass wir auch den Mut haben zu sagen, dieses Problem kann ich jetzt noch nicht lösen, ich muss mein armes Gehirn damit nicht laufend martern.
Ja, es gibt so eine Grundregel, dass ich mich ja eigentlich nur, haben wir auch in unserem Buch damals geschrieben, ich muss mich ja, also das Erste, was ich brauche, damit ich mich im Leben zurechtfinde, es mir gut geht und ich möglichst lange gesund bleibe und im Gehirn einigermaßen, es einigermaßen kohärent zugeht und ich mich entfalten kann, da muss ich verstehen, was läuft. Also wenn ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe, dann lebe ich in einer Welt, da prasselt alles auf mich runter. Ich kann es nicht ordnen, ich kann es nicht einordnen, nicht zuordnen. Und das ist nicht so sehr gesund. Wenn man dann aber verstanden hat und nun auch weiß, was da passiert ist, also zum Beispiel wie jetzt eine bestimmte, was nehme ich denn mal, wenn man weiß, was passiert ist, dass die Schulen in unserem Land so sind, wie sie sind, dann ist das keine Erleichterung, wenn man nicht dann auch irgendeinen Weg findet, was dagegen zu tun, dass sie anders werden. Also dann muss man auch eine Chance haben, es gestalten zu können. Also allein Verstehbarkeit ist noch nicht genug. Gestaltbarkeit müsste dazukommen. Und da merkst du schon, dass wir eine ganze Menge von Problemen mit uns herumschleppen im Kopf, die uns auch tief im Inneren berühren und wo wir nicht wissen, wie wir es lösen sollen. Das ist das, was da mit dem Effekt gemeint ist. Das ist eine ständige Belastung, mit der die Menschen herumrennen, weil sie zwar wissen, dass das falsch ist, was da läuft, aber sie wissen nicht, was sie tun können, um es zu ändern. Und deshalb wäre dann ein Tipp oder wäre es eine Möglichkeit, so wie du das dann auch bezeichnet hast, dass man aus diesem ganzen Wirrwarr einfach zumindest immer mal wieder Gelegenheit sucht, auszusteigen und sich zurückzuziehen und zu meditieren, irgendwie was für sich selber zu tun, damit man wenigstens mit dem, was man tut, weiß, jetzt tut man etwas Gutes. Für sich wenigstens. Mhm. Und im Hier und Jetzt ist auch klar, wenn mir das wirklich gelänge, ich muss sagen, mir gelingt es nicht, aber wenn es mir gelänge, nur noch im Hier und Jetzt zu leben, da hätte ich auch keine Probleme. Die Probleme entstehen ja immer dadurch, dass ich mir vorstelle, was noch alles kommt. Ja. Aus dem, was ich im Augenblick erlebe. Und deshalb ist das schon eine Möglichkeit. Aber du merkst auch, wie ich hier um heißen Brei herumrede, eine Lösung ist es auch nicht, weil am Ende musst du wieder rein in die Probleme. Da hast du dann zwar meditiert und hast dich selber gefunden, am Ende musst du doch wieder versuchen, das Problem anzufassen. Und da fängt es an, wirklich spannend zu werden, weil ich finde den Gedanken trotzdem wert, ihn weiter zu verfolgen, weil ich habe mich sehr viel mit Kampfkunst beschäftigt und da gibt es eine ganz einfache Regel, es gibt immer nur einen Punkt, wo du was tun kannst. Wenn jemand auf dich einschlägt oder einschlagen will und du noch nicht weißt, was passiert, kannst du noch nichts tun. Wenn er gerade zuschlägt, ist es eigentlich zu spät, dann geht gleich das Licht aus. Es gibt immer nur diesen einen Punkt. Wenn ich mir aber anschaue, wie viel Energie zum Beispiel in Unternehmen und Organisationen darauf verschwendet wird, wahrgenommene und antizipierte Konflikte zu vermeiden oder auszutragen, bevor sie überhaupt entstanden sind, dann trifft das doch eigentlich genau diesen Punkt, dass wir verschwenden Unmengen Energie und das macht natürlich dann müde und erschöpft mit Dingen, die im Grunde noch gar nicht da sind, die wir nur antizipieren und die wir nicht wollen und deshalb versuchen, im Vorfeld aus dem Weg zu räumen. Ja, das ist wiederum Ausdruck der Tatsache, dass wir alles unter Kontrolle behalten wollen. Wir glauben, dass das Leben nur dann gut lebbar ist, wenn wir alles kontrollieren. Und das ist möglicherweise ein weltanschaulicher Trugschluss. Weil das Leben ist nicht kontrollierbar. Wo kommt das her, Gerald? Warum sind wir da so verrückt? Wir wissen es doch eigentlich besser. Naja, es gibt ja Menschen, die können sich wirklich zurücklehnen, können sagen, komme, was da wolle. Bisher gab es immer schon viele Probleme. Ich habe sie alle auf irgendeine Art und Weise gelöst. Und die sitzen wirklich da und freuen sich auf das nächste Problem. Also jedenfalls für die ist es kein Problem, wenn ein Problem kommt. Ja. Und die müssen auch nicht ständig drüber nachdenken, was noch alles kommen könnte. Und die besitzen eine Fähigkeit, da habe ich ein wunderbares Wort dafür gefunden, weil das im Deutschen gar nicht gut sich ausdrücken lässt. Das ist ja nicht Selbstwirksamkeit. Ich nenne das Kohärenz, Wiederherstellungskompetenzgefühl. Also die haben das Gefühl, wenn immer es eine Störung gibt in ihrem Leben, kriegen sie es auch wieder hin.
Die sind nicht ausgerichtet auf einen zu erreichenden Zustand. Also da wollen wir hin und dort wollen wir hin. Da darf man ja unterwegs keine Fehler machen. Da muss man auch so schnell laufen wie möglich. Sondern die sind auf den Prozess ausgerichtet und sagen, es geht um meine Vervollkommnung. Und im Zusammenleben in der Partnerschaft könnte man sagen, es geht um die immer tiefere Kennenlernen des anderen. Und in der Firma könnte man sagen, es geht darum, unser Zusammenwirken in der Firma als Mitarbeiter so zu gestalten, dass wir hier einen maximalen Output kriegen und wir unsere Anliegen, die wir da alle haben, dann auch verwirklichen können. Das heißt, das ist immer eine Frage, ob es uns gelingt, dieses Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl herauszubilden. So, und in einer Welt, in der Menschen zu häufig die Erfahrung machen, dass sie die Probleme, die auf sie zukommen oder in denen sie irgendwie stecken bleiben, dass die nicht lösbar sind, da kann auch keiner dieses Gefühl entwickeln, dass er einer ist, der mit allen möglichen Problemen zurechtkommt. Und das Ergebnis sind dann, wenn ich es jetzt ganz furchtbar übertreibe, lebensuntüchtige Menschen, denen schon als kleine Kinder möglicherweise jeder Stein auf dem Weg von den Eltern zur Seite geräumt worden ist, die also immer darauf aus waren, es möglichst schnell, möglichst gut zu haben und die dann einfach nicht gelernt haben, was weiß ich, wenn der Ausguss oder das Abflussrohr in der Küche verstopft ist, dann wissen die nicht mehr, was sie machen sollen, weil das haben sie noch nie gelöst, das Problem. Und so könnte man weitergehen und dann stellt man fest, ja, es gibt Menschen, die sind sehr anfällig und die wollen immer Sicherheit und die haben ständig Angst vor dem, was kommt, aber eigentlich deshalb, weil sie selbst nicht genug Gelegenheit hatten, sich die Kompetenzen anzueignen, die sie gebrauchen würden, um auch mal keine Angst mehr davor zu haben, dass es mal ein bisschen kompliziert wird im Leben. Kohärenz, Wiederherstellungskompetenzgefühl, habe ich jetzt richtig gesagt? Ja, ist Wahnsinn, ne? Allein das ist ja schon eine Herausforderung. Ja, aber dass wir dafür auch gar keinen Namen haben, wird das Gefühl. Ja, also Selbstwirksamkeit heißt ja im Grunde genommen nicht Kohärenz, Wiederherstellung, sondern das heißt, dass ich jetzt hier, dass ich immer wieder feststelle, dass ich etwas bewirken kann. Aber ob das, was ich da bewirke, tatsächlich die Kohärenz verbessert, das weiß ich ja gar nicht. Das ist längst nicht gesagt. Nun wird das oft verwechselt mit der Idee, einfach in den Tag hineinzuleben. Wir setzen uns Ziele und wir brauchen das natürlich auch. Wir nehmen uns Dinge vor, wir wollen irgendwo hin in bestimmten Bereichen. Wir haben eine Vorstellung zum Beispiel von einer Beziehung, wie sie für uns aussehen soll. Und dann entsteht ja schon dieser Druck, das ist ja eine Projektion in die Zukunft, die macht es inhärent schwierig, im Hier und Jetzt zu leben. Und es ist nicht dasselbe zu sagen, dann habe ich halt keine Ziele, dann nehme ich mir halt nichts vor und dann lebe im Hier und Jetzt. Das ist damit nicht gemeint. Ich möchte das nochmal ganz klar stellen, weil es ist nicht eine, in Anführungszeichen, Scheißegal-Haltung. Genau darum geht es nicht. Nee, da geht es überhaupt nicht drum. Aber das Pudelskern, der steckt viel, viel tiefer. Es ist offenbar seit Jahrtausenden so, dass die Menschen bestimmte Ziele erreichen wollen. Also die wollen immer irgendwo hin, wo es dann so ist, wie sie sich das vorstellen. Also ins gelobte Land, schon im Alten Testament geht das los. Und dann kommt das Himmelreich und dann wollen sie also irgendwie ein Haus soll sein oder eine tolle Ehe und das Glück oder was weiß ich. Also immer wollen sie irgendwo ein Ziel erreichen. Und das ist möglicherweise keine so ganz günstige Voraussetzung dafür, dass einem das Leben gelingt. Weil alles, was lebendig ist, ist nicht darauf ausgerichtet, Ziele zu erreichen, sondern das ist darauf ausgerichtet, sich zu entfalten. Das heißt, dass alles, was lebt, ist ausgerichtet darauf, dass es in allem, was es tut, immer noch ein kleines bisschen den Blick erweitert, den Horizont erweitert, den Wirkungsradius erweitert, die Beziehungsfähigkeit erweitert. Darum geht es. Also auch beim Maikäfer. Und wir haben als Menschen diese ungünstige Vorstellung herausgebildet, dass es auf das Erreichen von Zielen ankommt. Und als Biologe würde ich sagen, ja, wenn das Leben anfangen würde, ein Ziel zu erreichen, dann ist das der Tod. Also das ist schon ein bisschen sarkastisch, aber wenn Menschen sozusagen ausgerichtet sind auf das Erreichen von Zielen, vergessen sie, dass es auf den Weg ankommt zu diesem Ziel und dass dieser Weg ein Weg sein sollte, wo sie immer besser lernen, mit sich selbst und mit anderen klarzukommen. Das ist Entfaltung.
Aber da treffen doch zwei elementare Dinge aufeinander, weil unsere Fähigkeit zu projizieren ist doch einer der wesentlichen Merkmale des Menschseins. Kein anderes Lebewesen projiziert. Ein Tiger macht sich keinen Diätplan, sondern der isst, wenn er hungrig ist und wenn er Beute reißen kann. Wie schaffen wir diesen Spagat, auf der einen Seite unsere Projektionsfähigkeit auch zu nutzen, aus diesem riesigen Vorteil, den unser Gehirn uns da bietet, Vorteil zu ziehen, auf der anderen Seite das aber nicht zur Falle aufzubauen, dass wir nur noch von diesen Zielen besessen sind und gar nicht mehr merken, wo wir eigentlich gerade sind? Diese Fähigkeit, sich vorzustellen, wo man hin will, was man erreichen möchte, also eine Vorstellung von der Zukunft zu herauszubilden. Diese Fähigkeit, hast du vollkommen recht, ist eine ganz wesentliche Grundvoraussetzung unseres Menschseins, hat uns auch wirklich weit gebracht. Und diese Fähigkeit ist aber eben nur eine Fähigkeit. Das ist so wie ein Werkzeug, mit dem wir Menschen unser Leben gestalten. Das ist ein Werkzeug, das kann man mal benutzen. Was uns passiert ist, ist, dass wir uns mit diesen Zukunftsvisionen identifizieren. Das heißt, die bestimmen unser ganzes Leben. Die benutzen wir nicht, um das Ziel zu erreichen, sondern wir werden Teil dieser Strömung sozusagen, die im Ziel erreichen aufgeht. Das sieht man auf allen Ebenen. Mhm. Und damit verlieren wir eigentlich unsere Gestaltungsmacht. Wir identifizieren uns so oft so sehr mit diesem zu erreichenden Ziel, dass wir alles andere rechts und links vernachlässigen und dann diese wohlbekannten Kollateralschäden entstehen. Also letztendlich wackelt da der Schwanz mit dem Hund, sozusagen. Ja, es ist wie in vielen anderen Bereichen auch. Also Kreativität ist ja auch eine tolle Geschichte. Aber wenn einer jetzt sich mit seiner Kreativität so sehr identifiziert, dass der immer nur noch kreativ sein will und es ihm nur noch darum geht, die Welt mit seinen Kunstwerken zu beglücken, dann ist das bedenklich. Und dann ist er nicht mehr frei. Der ist ein Opfer. Ja. Oder ein Gefangener seiner eigenen Zielvorstellung geworden. Bei Leistungssportlern sieht man das auch oft. Und es dreht sich alles nur noch um den Olympiasieg. Wir sehen das ja in ganz vielen Bereichen. Wir sehen das zum Beispiel bei Unternehmern. Die bauen ein tolles Unternehmen auf, beginnen als Start-up, das Ding wird größer. Und wenn so ein Unternehmen dann von der Start-up-Phase in die Konsolidierungsphase übergeht, ist das Ziel weg. Die Identifizierung des Unternehmers ist immer noch mit diesem Aufbau, der ist aber längst abgeschlossen und er findet eigentlich nichts mehr, keine Lösungen mehr dafür, dieses Unternehmen dann stabil zu machen, organisch wachsen zu lassen und aus der Aufbauphase in eine konsolidierte Phase überzuführen, weil er eigentlich seine Identität immer noch in dem Startup-Unternehmen hat. Ja, es gibt da eine schöne Studie, die ist ja schon älter, aber die könnten wir dann hier auch nochmal zitieren. Das ist die Beobachtung, dass sehr viele Ehen zerbrechen, nachdem das gemeinsame Projekt, wir nennen das mal Hausbau, abgeschlossen ist. Ich habe Freunde, die bauen immer neue Häuser. Alles dreht sich um das Haus und die Kacheln werden geplant und das Dach und der Anstrich und alles. Und da halten sie zusammen und machen sich gemeinsam da immer wieder Mut und wollen dann dieses Ziel erreichen. Und dann ist das Haus fertig, sie sitzen auf dem Sofa. Und das Leben ist für sie sinnlos geworden, weil sie haben ihr Ziel verloren. Deshalb sage ich immer, es ist nicht so günstig, wenn Menschen sich Ziele vornehmen, die sie auch erreichen können. Es wäre besser, sie würden sich an etwas orientieren, was nicht zu erreichen ist. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, ich möchte ein friedfertiger Mensch werden. Oder ich möchte meine Würde bewahren. Oder ich möchte ein liebevoller Vater sein. Irgendwas, das kriegt man sowieso nicht hundertprozentig hin, aber man kann sich ein ganzes Leben lang darum bemühen. Und dann macht man sozusagen den Weg zum Ziel. Und das ist eine interessante Variante, weil die Menschen, die das können, definitiv glücklicher sind, als die, die immer irgendeinem Ziel hinterherjagen. Da hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, der uns zu der Frage bringt, was können wir daraus lernen? Ist der Killer in diesem ganzen Thema nicht letztendlich unser Anspruch, Ziele, die ja durchaus legitim sein mögen und die wir auch brauchen zur Orientierung, zu 100% erreichen zu wollen? Ja, und zu 100% heißt unter Einsatz von allem, was ich habe und damit
identifiziere ich mich so sehr mit dem Ziel, dass nichts anderes mehr bleibt und dann bin ich ein Gefangener dieser Zielvorstellung. Ja. Ja. Ja, und es ist aber, das ist generell so, dass wir ja auch von vielen Dingen Vorstellungen herausbilden. Also auch aus bestimmten Erfahrungen kann man eine bestimmte Vorstellung herausbilden. Also zum Beispiel, es war immer ganz furchtbar bei mir in der Schule und ich bin dann irgendwie gerade noch durchgekommen, aber es hat nie richtig Freude gemacht. Und dann hat man die Vorstellung, dass Lernen keine Freude macht oder dass Lernen nur dann geht, wenn man angetrieben und Druck gemacht bekommt. Und das ist dann eine Vorstellung. Und man ist dann im Grunde genommen für den Rest des Lebens ein Opfer seiner eigenen Vorstellung geworden. Und Zielvorstellungen, also darauf kommt es an und das ist jetzt das Wichtigste und alles andere lassen wir mal zur Seite und jetzt wollen wir dieses Ziel erreichen, sind eben, ja, das ist eine Art Gefangenschaft, die besonders dramatisch ist, weil dann auch noch rauskommt, dass wenn man das Ziel erreicht hat, alles andere liegen geblieben ist und das hat man unterwegs vergessen. Also da kommen wir wieder zurück zu unserem Zeigarnik-Effekt. Das ist das unerledigte Ziel, ja, die unerledigte Abrechnung mit dem Gast. Das unerledigte Ziel wird dann so bedrängend, dass man alles darauf richtet, sich dann auch vieles merkt, was man eigentlich gar nicht bräuchte. Ja. Und man dann aber das Gesamte aus dem Auge verliert, weil man das alles vergisst. Ja. Nun, unsere Schlüsselfrage, ist das Information oder kann das weg? Die finde ich bei diesem Thema besonders spannend, vor allem im Zusammenhang mit dem Kontext, in dem wir das Thema gefunden haben. Wie gesagt, eine populäre Frauenzeitschrift, die Brigitte, veröffentlicht nochmal die Ergebnisse dieser Studie und diesen Effekt. Da drängt sich mir aber der Verdacht auf, letztendlich wird auch das dann wieder in den Kontext von Leistungsfähigkeit gesteckt. Da wird aus einer wichtigen Erkenntnis, und wir haben gerade, glaube ich, einigermaßen deutlich gemacht in diesem Gespräch, Gerald, ich muss mal unterbrechen, mein Hund macht hier, hey, Roxy, kannst du mal leise sein? Die versucht, ins Parkett ein Loch zu buddeln, was zum Scheitern verurteilt ist. Das ist auch ein Ziel, das nicht erreicht wird. Das finde ich einen tollen Podcast. Wo der Hund schön. Ja. Dann versucht die Brigitte mit diesem Artikel die Leute, die Leserinnen, dann vor allen Dingen dahingehend zu bewegen, dass sie sagen, erledige deine Sachen gleich, dann bedrängen sie dich nicht so lange, oder? Naja, mir drängt sich der Verdacht auf, dass durch diese Publikation letztendlich daraus ein Wellness-Thema wird. Nach dem Motto, naja, das musst du anders machen, damit du dich nicht energieleer fühlst und wieder besser deine Ziele erreichen kannst. Da scheint mir sich die Katze in den Schwanz zu beißen. Ja, und ich würde noch eine andere Absicht dahinter vermuten. Es gab vielleicht noch nie eine Zeit, wo Menschen so viele Probleme hatten mit der Verwirklichung ihrer Vorstellung angesichts der ganzen Geschehnisse seit der Corona-Problematik. Ja. Und diese vielen Probleme machen die Leute fertig. Und das sieht man überall, dass die Leute mit diesen Problemen nicht umgehen können, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen, dass sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Und damit entsteht so eine Fokussierung auf die Probleme. Ja. Mhm. Und mit dem Ergebnis, dass da so ein Erschöpfungszustand sich einstellt, den man jetzt relativ gut mit diesem Zeigarnik-Effekt beschreiben kann. Und vielleicht hat die Brigitte-Redakteurin gedacht, dass sie den Menschen auf diese Weise etwas besser erklären kann, weshalb sie so erschöpft sind. Sie sind ja nicht vom Tätigsein erschöpft, sondern von der Tatsache, dass sie ständig umherrasen und nichts gebacken kriegen und alles immer schlimmer wird. In ihrem Gefühl. Zumindest das Gefühl haben. Von ihrem Gefühl, ja. Es ist ein reines Gefühl. Ja. Gerald, spannend. Ganz herzlichen Dank für diesen Austausch. Spannendes Thema. Ja. Ich hoffe, wir konnten einigen Leuten wieder, wie man im Englischen sagt, Food for Thought geben, also Nahrung für neue Gedanken. Das wäre schön. Allen, die zugehört haben, danke fürs Zuhören und dir Gerald, wie immer, großen Dank für all die Inspirationen, die unsere Gespräche mir hier so bringen. Nein, das macht mir ja genauso viel Spaß. Und bitte, wir grüßen nochmal alle, die uns zugehört haben. Und ich grüße speziell deinen Hund. Danke. Alles Gute.